Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spiel des Lebens 2. Spiel des Lebens 2. Ole fängt an und hat studiert. Studiert, dated. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Fum. Nimm sie, Ole. Ich nehm sie. Jawohl. Geiler Typ. Jo. Geh mal her, hier den Aal. Jawohl. Roboter-Inge Neuer, Alter. Schon wieder? Roboter-Inge Neuer, du. Ah, nee, Manuel, das warst du. Neuer. Ja, das war ich, Mensch. Kannst du ja gar nichts merken. Ja. Jawohl, machen wir es mal schön klein. Ne? Schön klein ran an den Braten, du. Du musst, ich mach gleich wieder eine 10. Dann möchte ich dir mal zeigen, wie das geht. Ja, ich gewinne das, Ole. Jo. Kurz sagen kann ich gut, das weißt du doch. Ja, ich gewinne das, du. Jetzt, warte. Alter. Dieses Würfelsystem. Hä? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Aber dieses Würfelsystem, das müssen die echt mal überarbeiten. Lass ich's drehen. Das ist ja echt für'n Arsch. Ich hab aber auch Pech, das ist ja krass. Krasser Witsch, ja. Ja, ich auch, aber das ist auch krank. Jetzt mache ich kleine Sachen, ne? Ja, 100.000 Mark von dir. Jawohl, Ole. Mach dich nackig. Kostenlos studieren. Aber weißt du was? Ich behalte dein Geld einfach und mache einen Beruf. Jo. Was ist das denn? Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. So mit 80.000 maximal hätte ich gerechnet, aber nicht mit 40. Das ist ja wirklich Much. Oder? Ich finde das gut. Ey, jetzt beim Earn. Ja. Oh Mann, ey, das ist nicht mein Ernst, ey. Und dann dir noch Geld schenken. Ach, fick mich doch ins Knie. Aber immerhin 40.000. Nochmal. Keine Ahnung, Bowling. Das ist doch beknackt. Zählte unter den Stimmen. Gut, und du hast jetzt schon gewonnen. Safe. Ah ja. Safe. Ja, Alter, ich krieg das ein Drittelfaches von dir. Das ist ein Drittelfaches. Am Anfang ganz stark. Was? Ich sag die falsche Entscheidung direkt zum Anfang. Ja, aber das kann man ja nicht ahnen, dass man nur 40.000 kriegt. Alter, heute ist eine lange Runde. Weißt du, was mich gewundert hat? Mir ist es aufgefallen, spätestens da... Ja, fick dich doch. Spätestens da, als Martin das benutzt hat, das Wort. Ahnen. Soll ja so ein norddeutsches Wort sein und mittlerweile voll modern sein. In der Jugendsprache. Richtig, ahnst du. Das verstehe ich nicht. Das Wort ist schon uralt. Und man sagt ja sowas wie, das kann man ja nicht ahnen. Gut, das ist so hamburgisch, keine Frage. So, ne? So macht man gerne im Norden, so, ne? Würde ich mal sagen. Aber was ist darin jetzt so jugendsprachenmäßig? Vor allem, das wird ja völlig falsch benutzt. Komm, jetzt gehen wir mal den richtigen Scheiß weg. Es wird einfach verunstaltet, das Wort. Das ist absolut richtig. Es wird auch nicht gesagt, ahnst du, was ich meine? Sondern irgendwie... Ahnst du? Ahnst du, das ist das Problem. Ah! Ja, genau. Ahn mal den. Ja, was denn, Alter? Oder ahn mal, Digga. Was ahn mal? Was soll ich ahnen, Alter? Ja, ahn mal. Ey, das ist manchmal, also das tut schon weh teilweise. Wenn Martin manchmal redet, da denke ich mir auch so, Junge, von welcher GSM kommst du denn? Weißt du, damals hatte man ja eine coole Jugendsprache. Aber heutzutage ist das einfach echt nur noch Asi. Ja. So bei Wörtern wie Schmutz und da gehe ich ja gerne mit. Und oder was sagt man noch so? Was sagt man denn noch so? Lost. Lost, ja, da gehe ich auch mit, du. Lost. Lost ist voll entspannt. Ja, oder was gibt's noch, du? Was Schwarzes nehme ich jetzt? Eine schwarze Frau, oder was? Nee, dein Geld. Ach so. Nimm sie. Ja, ich nimm sie. Ja. Nur die 5. Dreimal hintereinander 5. Ja, das ist auch gut, das ist 15. Ja, fick doch die Knie. Nee, ist ein Kind. Ja, direkt zum Anfang mal bumm. So, heiratet und direkt schon hier... Jo. Ins Gummi gelümmelt und ab geht's, du. Wieder, ach, guck mal. Das sieht echt aus wie du, du. Das ist echt glücklich, du. Ich hab jetzt schon verloren, Ole. Safe. Schmutz, Digga.
Ach, scheiß drauf, Digga. Schmutz. Nächster Zug. Unser Videoblogger. Oh. Machen wir das sehen. Jo, hau rein. Tschüss. Alter, ich will nicht mehr leben, ey. Das ist doch echt nicht nur normal. Es ist wirklich nicht normal. Ach komm, nimm mich doch von hinten. Ey, komm. Das, was ich nicht habe, das bisschen Geld, wird mir noch genommen. Ja, komm. Also das hast du safe gewonnen. Da kann man sagen, was man will. Das ist durch das Spiel. Ahnst du, Digga? Wie, Digga, ahnst du? Oh. Bei Gott sogar. Aktion, Mensch. Ja, meine Güte, hier, komm. Neues Handy, ne? Muss ja auch mal sein. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wann ich loslassen soll. Ja, was ist das denn? Ja, ja, moin, ja, schick mich doch komplett. Ach, hier. Ach, Investitionen, Schminvestitionen. Ich hab eh kein Geld. Ja. Pumpsen kostet nichts. Ach, leck mich doch. Ersch. Ja, nee, Ole, es wird noch eine 10. Ist doch nicht dein Scheiß. Der war sowas von schon bei der 1. Nein, er gönnt mir hier. Ah ja, gönnen ist auch ein schönes Jugendwort. Hä, wie soll ich denn jetzt ein Kind bekommen? Ach, ich kann einen adoptieren oder was? Nee, dann gib mir mal ein Viech. Das ergibt da keinen Sinn. Ich würde doch nicht als alleinerziehender Vater nachher durchgehen. Krieg ich jetzt ein Auto? Das wollte ich ja mal ausprobieren, was ich jetzt für ein Auto bekomme. Hä? Ja, okay. Dann sitzt der Hund halt hinten auf dem Roller. Ist mir auch egal, du. Ich dachte, ich bekomme jetzt ein nices Auto. Hätte ich doch ein Kind nehmen sollen. Alter, ich kann aber auch gar nichts. Guck mal, dein Junge sitzt hinter dir. Ganz nach dem Vater kommt er. Investitionen, komm, gönn mal hier. Wer ist Rebecca York? Die hat mich in eine Gruppe hinzugefügt auf Instagram. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. So passiert mir in letzter Zeit nur noch. Jo, raus. Ganz wichtig, immer auf den Link drücken, ne? Naja, natürlich. Ich frage mich tatsächlich immer, was passiert in erster Linie, wenn man auf den Link drückt? Ole. Ja, ich frage mich das auch gerade. Geht das einfach nur darum, die Daten zu klauen und dann weiter zu verkaufen? Oder worum geht's noch? Das ist keine Ahnung. Oh, fick dich doch. Ja, schade, dass es keine 10 war. Ja, gut. Ach komm, ich nehme den Muchweg. Welcher ist der Muchweg? Ach. Ich hab genug Geld, reicht mir meine 40.000. Brauch doch nicht mehr. Wow, was ist das denn? Ach komm, mit Steuern. Komm, ich sehe die Steuern. Guck mal, mein Hund sitzt hinten, ist ja voll süß. Komm, gib mir die Steuern. Hä? Ja, nicht mal der Job. Ach komm, das Ding ist durch. Das Ding ist gegessen. Du, ich kann nicht mal mehr. Ach komm. Das ist traurig. Das ist traurig. Nicht mal mehr, da kann ich siegen. Ole macht jetzt eine 1, wie ich ihn kenne. Geht erstmal noch einen sanften Meter nach vorne. Irgendwas ist hier gegen mich, ich spüre es schon. Bin ich jetzt tatsächlich gleich weiter hinten als Ole, oder was ist das? Jawohl, komm, verdien noch mal richtig Kohle hier, Ole. Mach mich mal richtig pleite, du. Mach mich mal richtig arm, Junge. Der arme Musiker. Was bin ich, Musiker, ne? Nee, du nicht bist leicht. Ein Videoblogger. Ja. Gamer spielt EV, ja. Da verliere ich genug. Nur 40.000 pro Feld. Was ist denn das für ein Much? Das ist der nächste. Ja. Ist auch arm, du. Ärmliche Verhältnisse hier. Pro Woche oder was? Ja, komm, gib mir noch mehr Geld. Er hat noch nicht genug. Komm. Zack, jawohl. Hau rauf da. Das ist klasse, du. Mein Leben. Ja, meins passt auch bisher. Ja. Weißt du, als armer Busfahrer, ja, eine 6, schön. Als armer Busfahrer, da musst du halt mit leben, du. Boah, guck mal. Ja, toll, was soll ich mir jetzt kaufen? Gibt's auch eine Lehmhütte? Ja, passt beides zu meinem Budget. Jo. Und nimm mal die Lehmhütte hier. Sieht doch gut aus. Boah. Ja, ich bin glücklich. Junge. Himmelohr schon 2, noch 1. Jawohl, cash mal rein doch. Cash mal rein ist auch ein schönes Jugendwort. Entstanden durch FIFA. Mhm.
Würde ich auch als Jugendwort zählen gehen. Zählen lassen. Was gibt's denn noch so für Jugendwörter? Eine gute Frage. Es ist. Ach, Online-Tutorial, komm. Ich hätte verkauft, das bringt nämlich mehr. Ja, okay, ich überhole dich nochmal, oder? Wenn du nichts dagegen hast. Ja, du. Mein Hund ist süß, da muss man mal ganz ehrlich sagen. Ach komm, lass uns nochmal richtig gefickt werden vom Schicksal. So, entweder jetzt würden wir wissen, ob uns das Schicksal doch irgendwo lieb hat oder einfach komplett auseinandernehmen will. Vielleicht werden wir es auch nicht wissen, weil wir einfach über alles rüberlaufen. Nein, einmal eine Chance haben wir noch, mal gefickt zu werden. Ja, steuern, komm. Ja, safe. Ich werde traurig, wenn nicht. Was? Was ist das denn? Nee, alte 4. Nee. Hey, fake. Nee, nochmal, Ole. Müssen wir nochmal starten, das Video. Also ich nehme auf jeden Fall nächstes Mal den Studiumweg. Der ist ja ein Tick besser, würde ich mal sagen, ne? So ein bisschen. Ja, gut. Klasse. Und jetzt machst du eine schöne 1, wie ich dich kenne. Komm, mach doch den riskanten Weg, da habe ich noch eine kleine Chance. Jawohl, oh, du bist ein Ehrenbruder. Ja gut, Ehrenmann ist ja auch ein tolles Wort. Das ist so ein Wort, was mir noch gefällt. Kommt auf einen, welchen Kontext man das benutzt. Man darf es noch nicht immer benutzen. Dann ist es richtig eklig. Aber ich finde das Wort auf Ehren... Nehme ich nochmal die 100.000, nehme ich nochmal mit, ganz schnell. Ich finde das Wort auf Ehrenbruderbasis viel geiler. Auf Ehrenbruderbasis mache ich das einfach auf mal. Auf meinen Nacken, auf Ehrenbruderbasis. Ja, und im Ziel. Mach's gut, Ole. Ey, das geht auf meinen Nacken, auf Ehrenbruderbasis. Das ist geil. Ja. Leck mich doch am 12. Grad des Tages. Kann man eigentlich Minus machen? Das sieht man jetzt gar nicht. Super. Komm, jetzt würfel ich schön schwarz nochmal. Rot nochmal. Komm, gib mir rot. Schade. Nee, Mensch. Wo hab ich denn? Ach, guck mal, hier habe ich sogar noch Chancen. Na gut, gewinnen werde ich trotzdem nicht. Das weiß ich jetzt schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zumal du noch ein gutes Haus hast. A house. In the middle of the street. A house. A house. Keine 2? Keine Zweifel. Ach, komm. Weißt du, was geil ist? Meine Philips Hue leuchten im Hintergrund, ne? Die ändern immer die Farbe, wenn... Jawohl. Die ändern immer die Farbe, wenn du am Rad drehst, weißt du? Ich drehe am Rad. Nice. Ja. Amanakolm. Was willst du machen, Amanakolm? Komm, schwarz. Mal gucken, ob ich das Spiel doch noch lieb hat. Nein, hat es nicht. Ja, nein. Niete. 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 Das heißt Niete. Sprich's bitte richtig aus, ja? Niete. 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 Greta will mir folgen. Wer ist Greta? Thunfisch. Millionär. Ich folge mal zurück. Weißt du, das mache ich meistens immer. Ich folge meistens immer zurück und danach lasse ich's. Jo. Nein, also ich folge meistens zurück und wenn das nichts ist, dann lösche ich das wieder raus, du. Macht Sinn, oder? Spaß nochmal mitnehmen. Jo, macht Sinn. Jo, nice. Ein Haus. In der Mitte von der Straße steht ein Haus. Ich hab gewonnen. Ja, badadu, badadu. Geld, ganz knapp. Aber was bringen denn die Kinder eigentlich? Die bringen nur ein Herz, ne? Das ist, glaube ich, das. Ja, ja, ein Herz bringen die. Einen Herz. Ein Herz. Ja, das ganz knapp. Meine Herzen herzt. Jo, nice. Ja, war knapp, ne? Jo, es war sehr knapp. Jo. Hab noch gezittert. Ja? Mhm.
Ich glaube, ich kann noch gewinnen, oder? Geht das ja, noch? Kann ich noch drehen, oder? Ja, also meine Damen und Herren, ihr seht ja, das war nichts. Da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Das war eine Niede. Also alleine, man muss studieren in dem Spiel. Das, was ich eigentlich schade finde. Weil ich fände das auch ganz cool, wenn man als Nicht-Student eine leichte Chance hätte. Hat man aber nicht. Schade, aber okay. Jetzt haben wir schon direkt das Metagaming entdeckt. Also meine Damen und Herren, ich sage Tschüss und bis zu the next time. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Abonau. Abonniert Russland.